Am Donnerstagnachmittag hat das erste Mal seit 15 Jahren eine grössere Demonstration zu Vaduz stattgefunden. Die Mitarbeiter vom Landesspital haben im Rahmen einer friedlichen Demonstration eine Resolution mit den Forderungen am Landtagspräsident Arthur Brunhardt übergeben. Es war auch wirklich jedem Einzelnen, der da ist, enorm wichtig, ein Zeichen zu setzen, dem ganzen, der ganzen Geschichte, den ganzen Arbeitsplätzen ein Gesicht zu geben und zu zeigen, dass ihnen ganz viel Herzblut drin steckt. Und die haben sich seit Tagen gefreut auf diese Kundgebung. Es war wirklich, seit es beschlossen worden ist, ist die Stimmung wie in eine positive Energie gekippt. Mit der Resolution wird dargestellt, dass man sie mit mehr Respekt behandelt. Denn bis jetzt hat kaum jemand mit ihnen geredet und über die Situation im Spital diskutiert. Dass der Kredit abgelehnt worden ist, ist eine Geschichte, das ist ein Volksentscheid. Das respektieren wir auch, das haben wir auch gesehen bei der Kundgebung jetzt. Aber dass man jetzt plötzlich am Leistungsauftrag ändern will oder plötzlich die Idee hat, mit der Spitalregion 1 und 2 da in der Schweiz zusammenzukommen, das entspricht nicht der Volksabstimmung und auch nicht uns. Im Prinzip braucht es jetzt ein bekennendes Ja zum bestehenden Leistungsauftrag, wo 2008 von der Regierung verabschiedet worden ist und sich auch bewährt hat, und auch bekennendes Ja zu einem eigenständigen Landesspital. Und dann geht die Energie, die gute Energie, auch weiter. Wenn das nicht kommt bis Ende Jahr, wird es schwierig, die Stimmung zu heben. Auch einige Zuschauer sind dieselbe Meinung wie die Mitarbeiter vom Spital. Es war für mich ein absolutes Bedürfnis, weil ich war sehr enttäuscht, dass die Abstimmung so negativ ausgegangen ist. Hab dann mittlerweile auch gehört, dass sich sehr viele Leute, die eigentlich dafür, also mindestens sich hätten dafür äußern sollen, nichts getan haben. Sonst auf die Arbeitsplätze schauen und so weiter. Und dass man dann mit dem Hintergrund, dass noch mehr ausländische Ärzte hierher kommen, das kann einfach kein Grund sein, um das abzulehnen. Weil wir haben sehr viele ausländische Ärzte, aber wir haben auch sehr viele gute, sowohl einheimische wie auch ausländische Ärzte. Und darum müssen wir vor allem das Spital in der Nähe haben. Weil wer will schon, wenn er einen Kranken, Bekannten, Verwandten besuchen will, nach St. Gallen, Grabs, Feldkirch oder Chur fahren, wenn wir schon praktisch vor der Haustüre die Möglichkeit haben. Nachdem Demonstranten die Resolution vorgelesen haben, hat der Landtagspräsident wortlos den Brief entgegengenommen und ist im Landtag verschwunden. Einige Demonstranten hat das nicht gefallen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt etwas unternommen wird, weil es hängen so viele Leute dran und man kann, obwohl die Regierung ja oder teilweise der Landtag auch positiv eingestellt war, dass man sich einfach dreht und weggeht. Das ist für mich eine Katastrophe, würde ich sagen. Ein absolutes, wie man so schön neudeutsch sagt, ein No-Go.